Hallöchen aus Eldenburg, Sie haben sich ein Boot ausgesucht oder Sie haben es noch ein bisschen im Auge und wollen es sich demnächst vielleicht aussuchen. Das ist hier diese Bavaria E40. Bavaria, ich frage mich immer, aus welchem Bundesland die wohl kommen könnte. 40 Fuß, Oskar, wie viel Meter? Ungefähr 12, ein bisschen mehr. 12 Meter ungefähr, ja, und die gucken wir uns mal an. Da gibt es ein paar Besonderheiten, die nennen wir Ihnen auch sofort. Denn die geht, Stand Veröffentlichung des Videos, nicht mit Charterschein raus, sondern nur für Sportboot-Führerscheininhaber. Denn die hat ein paar Besonderheiten, die erklären wir Ihnen auch gleich noch. Denn ja, wir sagen immer ein bisschen wie ein Segelboot, ne? Ja. Ja, ne? Bavaria, also wirklich großer, bekannter Hersteller toller Segeljachten. Das erkennen wir vielleicht auch schon daran, dass der Steuerstand so ein bisschen mittig ist. Aber wir erklären Ihnen so ein bisschen dieses Boot. Und da fangen wir natürlich mit den Sicherheitseinrichtungen an. Oskar, haben wir denn hier Feuerlöscher an Bord? Ja. Alles klar. Der erste ist hier, ja, ne? Also, gekennzeichnet. Und hier hinter dem Mülleimer ist der erste. Und der zweite ist hinten in der Kabine. Ich nenne sie immer die Eignerkabine. Weil ich da zuletzt drin gewohnt habe. Oh, da reicht das Licht aus. Wir hoffen es mal. Zack, hier unten ist also, ne, sozusagen rechts hinten, Steuerbord hinten, ist also diese. Da ist also der zweite Feuerlöscher. Es gibt auch noch einen dritten, der gehört zur Feuerlöschanlage unten im Motor. Zeige ich Ihnen später. Jetzt gucken wir uns erstmal die Hauptschalter an, die sind auch immer wichtig. Und die sind auch so ein bisschen besonders. Ne? Die sind nämlich hier, das ist eigentlich, wie sagen wir mal so schön, Oskar, No-Touch-Area. Ne? Ja. Also eigentlich nicht zur Bedienung gedacht. Also die müssen genau so stehen. Nur, falls mal gar nichts mehr geht, als erstes vielleicht bei den Hauptschaltern nachschauen. Ganz, ganz wichtig natürlich auch, wenn wir Ihnen schon die Sicherheitseinrichtungen, die Feuerlöscher gezeigt haben. Auch hier sehen wir schon, gut angezeigt, hinten also in diesem Schubfach, ist so eine Verbandstasche, ja, also für die etwas kleineren Verletzungen sollte etwas Größeres passieren, dann sowieso sofort die 112 anrufen, wovon wir hoffentlich nicht ausgehen. So, Hauptschalter Bugstrahlruder, Oskar, vorne, gucken wir nach, vorne am Bett ist der, also auch ganz, ganz wichtig, fassen wir normalerweise auch einfach nicht an, aber wenn das Bugstrahlruder nicht mehr geht, dann können wir uns das auch anschauen. Da haben wir ihn, also unter dem Bett. So muss er stehen. Dann funktioniert auch das Bugstrahlruder. Und ich zeige Ihnen noch den Hauptschalter für das Heckstrahlruder. Während Oskar schon mal guckt, wo der Gashauptsperrhahn ist. So, also auch hier gucken wir noch mal runter. Auch das wieder hinten in der Kabine. Hinten rechts, hinten Steuerbord. Also, wenn das Heckstrahlruder funktionieren soll, dann müssen wir dafür sorgen, dass der Hauptschalter an ist. So, auch hier sehen wir es, ne? Gasabsperrhahn. So, da haben wir also diese Stellung. Genau so funktioniert der Gasherd auch. Zeigen wir Ihnen nachher ein bisschen genauer. Also hier haben wir die Küche. Ja, Oskar, wir waren ein paar Tage drauf auf dem Boot. Und schön, oder? Ja. Denn wir sehen es ja, das ist wirklich sehr, sehr hell. Also wirklich sehr viel Licht drumherum. Und auch hier oben diese Fenster. Also die sind richtig klasse. Und die kann man sogar elektrisch aufmachen. Wo fangen wir am besten an? Ja, erklären wir es gleich mal hier so ein bisschen. Ja. Damit wir Ihnen das Leben ein bisschen leichter machen. Also hier haben wir so ein Schalterpanel. Das ist sozusagen an der Rückseite des Steuerstandes. Ne? Und da sehen wir schon, den Kühlschrank müssen wir also hier anmachen. Zeigen wir Ihnen auch gleich. Kühlschrank ist nämlich hier. Da haben wir ihn. Also der wird ganz normal, wie ein normaler Kühlschrank benutzt. Hier sehen Sie das Bedienfeld. Hier können Sie sogar Eiswürfel machen. So, jetzt werden einige sagen, Moment mal, dieses in Anführungszeichen Segelboot hat da noch so ein Kühlfach. Das stimmt, aber das ist nur ein Aufbewahrungsfach in dem Fall. Also da haben wir die Kühlfunktion ausgemacht. Aber da sieht man eben auch so ein bisschen, ne, das ist ja auf Segelboot gemacht, wo es mal ein bisschen mehr wackeln kann. Wir sehen das auch hier an den ganzen Fächern, auch hier an der Klappe. Hier kann man also alles wirklich gut sichern.
Dazu gehört auch das Kühlfach, was kein Kühlfach mehr ist. Also, das muss an sein. Das Sonnendach, das können wir bedienen. Kannst du ja mal machen. Ja, also, das geht dort oben auf. Und dann kommt hier wirklich klasse Luft rein. Ganz, ganz wichtig, allgemein natürlich, aber eben auch, wenn gekocht wird. Wobei, beim Kochfeld direkt ist hier noch dieses Fenster. Also, wenn Sie kochen, zwei Flammenherd, dann bitte auf jeden Fall die Fenster aufmachen. So, was haben wir hier noch Schickes? Hauptschalter für den Kartenplotter, das ist unser Navigationssystem. Wir haben ein Außenlicht, das ist also ganz einfach nur die Beleuchtung. Ne, wir haben ein Kabinenlicht, das machen wir hier mit an und aus. Da zeigen wir Ihnen aber noch, wie das richtig geschaltet werden kann. Navigationslicht, also die ganz normalen Lichter, die wir haben, falls wir bei Nacht oder bei unsichtigem Wetter unterwegs sind. Und wir haben ein Ankerlicht, also falls wir unter Anker übernachten, dann auf jeden Fall das Ankerlicht einschalten. Bilgenpumpe, die Bilge zeige ich Ihnen auch noch, also der tiefste Punkt Ihres Schiffes, wo sich immer so ein bisschen Wasser sammelt, weil die Welle nämlich wassergeschmiert ist. Wir gucken mal, ob wir sie hören. Wir gucken, ob wir sie hören. Ist das korrekt? Na ja. Sie wissen, was ich meine. Hört man's? Also jetzt wird gerade abgepumpt. So, dann haben wir Motorlicht. Zeige ich Ihnen auch gleich. Heizung. Also unter Landstrom gibt es einen Boiler, der sorgt also dafür, dass hier warmes Wasser auf dem Schiff ist. Und die Wasserpumpe, auch ganz wichtig. Also wenn das Wasser fließen soll in den Bädern oder in der Küche, dann muss hier diese Pumpe ein sein. So, dann haben wir hier noch einen Anker. Wir haben also eine elektrische Ankerwinde und die muss hier ganz einfach eingeschaltet sein, sonst funktioniert die nicht. So, Oskar macht mal das Motorlicht an. Zack. Und ich zeige Ihnen mal noch ein paar Sicherungen, die auch ganz, ganz wichtig sind. Wir kommen nämlich hier über diese Treppe hier runter. Und hier ist schon ein sehr wichtiger Hinweis. Machen wir hier ein bisschen Licht an. On a good day. Zack. So. Ja, also hier Lichtschalter. Das ist auch so ein bisschen besonders. Ne? Lichtschalter ist immer mal irgendwo anders. Ja. Sehr oft sehr, sehr weit oben. Also Licht angemacht. So, ne? Achtung, Motorwelle. Axial Drive, also wirklich hier nichts für Kinder, denn hier drunter befindet sich die Welle, die geht ja direkt aus dem Motor gerade raus. Hier haben wir also den Motor, auch ein Bereich, wo wir normalerweise nicht reingehen müssen, mit einem kleinen Unterschied, und das betrifft den Inverter. Also was aus dem normalen Bordstrom die 220 Volt macht, noch sonst für die Stromversorgung also eine große Rolle spielt. Die sind diese Inverter auf allen anderen Schiffen automatisch. Also der Inverter erkennt dort, wann wir am Landstrom sind und wann wir aus den Batterien den Strom holen und den 220 Volt umwandeln müssen oder eben aus dem Generator, also aus der Lichtmaschine. Hier muss man es manuell umschalten. Und hier steht schon Land, ne? Da sind wir am Landstrom. Zeigen wir Ihnen nachher auch noch genau. Na, Null ist aus. So, zack. Und dann auf Inverter. Das ist also während des Fahrbetriebs. Da stellt der Inverter sozusagen aus Ihren Batterien beziehungsweise dann mit dem Lichtmaschinenstrom die 220 Volt, in dem Fall 226. Also sind ja zwischen 220 und 230. Na, das, wie gesagt, beachten. Das ist wirklich ein Unterschied zu allen anderen Schiffen. Inverter mit Hand bedienen. Dort auch bitte dran denken. Ne, also wichtig. So, und hier haben wir auch noch die 220 Volt Sicherungen. Ja, alle anderen Sicherungen müssen wir sagen. Auch hier die 12 Volt Sicherungen eigentlich No Touch. Da müssen Sie nichts machen. Wenn mal was ausgefallen ist, dann rufen Sie bitte sowieso die Notfallnummer an. Und dann werden Ihnen die Kolleginnen oder Kollegen sagen, ob Sie hier mal kurz aufmachen sollen, um nachzuschauen. So, da hinten, das ist der eigentliche Inverter. Hier sind also die diversen Batteriepacks. Dort hinten sehen wir auch den Feuerlöscher, also der für die Motorlöschanlage da ist. Also hier wird sozusagen umgesetzt, wie rum sich die Welle dreht und wann sie überhaupt eingekuppelt wird. Ne, weitere Batterien. Wir haben ja getrennte
Stromkreisläufe, also für Fahrbatterien und für die Stromversorgung an Bord. Dort hinten haben wir auch die Heizungen, die verschiedenen Tanks, Wassertank und Abwassertank. Auch das erklären wir Ihnen noch ein bisschen. Also, bis auf den Inverter, den Sie hier manuell bedienen müssen, eigentlich hier auch No-Touch und ganz besonders hier die Welle. Also dort sehr, sehr vorsichtig sein, ne? Gerade wenn Kinder an Bord sind. Ihr könnt es ja hier auch nochmal angucken. Hier drunter haben wir also die Welle und dort unten eben auch, ne, die tiefste Punkte, die sogenannte Bilge. Wenn dort Wasser drin ist, dann einfach mal ein bisschen mit der Bilgenpumpe abpumpen. Aber das ist ganz normal. So, ja, wir können da schon mal hier so ein bisschen gucken. Also hier haben wir eine Kabine. Und was wirklich auch ein bisschen anders ist, die sind sehr, sehr breit, diese Betten. Also hier, da bin ich mit meinem 1,60 Meter Spannbettlaken gar nicht richtig hingekommen. Das war schon sehr, sehr breit. Ne, hier auf der anderen Seite auch. Wir haben Schränke zum Verstauen. Wir haben hier die Auslässe für die Heizung, zeigen wir Ihnen auch noch. Und hier so ein Fenster. Da haben wir also das hier, was wir einfach ein bisschen aufmachen können, ja, damit Sie auch ein bisschen Luft bekommen, wenn geschlafen wird. Das Ganze kann man auch hier noch abdunkeln. Zeige ich einmal das Prinzip. Wir sehen hier diesen Haken, drunter haken. Ne? Vorsichtig, wenn es auf ist, weil dann funktioniert das nicht so. Nach dem gleichen Prinzip übrigens auch die Verdunkelung beziehungsweise das Öffnen des Fensters dort. Ja, muss ich glaube ich nicht erklären. Ist selbsterklärend. So, hier ist schon das Licht an. Also, wir haben zwei Toiletten, zwei Bäder sozusagen, hier kombiniert. Dusche und Toilette. Das hier hinten ist eine manuell zu bedienende Toilette. Und wie Sie vielleicht schon bei anderen Videos gesehen haben, ganz, ganz wichtig, ich sage es immer wieder, in die Toilette kommt nur, was aus Ihnen rauskommt, plus Toilettenpapier. Und bitte auch nur das Dünne. Maximal zweilagig, am besten einlagig. Am besten das, was an Bord ist. Hier ist es. Ja, dieses Toilettenpapier. Hier haben wir die beiden Schalter, also den Umschalter. In der Stellung holt man Wasser aus dem See. Ja, hiermit wird es abgepumpt. Können wir uns auch mal anschauen. So. Ja. Also einfach ein bisschen pumpen, ja, und wenn da mal ein bisschen kleine Blätter oder im Sommer vielleicht auch ein paar irgendwie kleine Algenstücke oder sowas kommen, dann einfach nicht nervös werden. Wie gesagt, das Wasser holen wir aus dem See, ja, und hiermit wird es einfach abgepumpt. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Ja, und bitte nichts anderes rein. Wir haben es auch hier immer stehen, auch wenn es hier schwer zu lesen ist. Also keine Feuchttücher, keine Kosmetiktücher, keine Speisereste. Das bitte alles nicht rein. So, hier ist die Bedienung für die Dusche. Da kann ich Ihnen gleich noch so einen kleinen Fail erzählen, der mir passiert ist. Na, so im Dunkeln, nachts mal auf Toilette gewesen, so nach dem Motto, das kann ich schon alles gut bedienen. Und dann bin ich hier gegengekommen mit dem Ellenbogen. Dann kam von dort Wasser. Und damit hatte es sich für diese Toilettenpapierrolle erledigt. Also da einfach ein bisschen vorsichtig sein. Selbsterklärend, selbsterklärend. Ja, ne? Wasser, ich habe es gesagt, das kommt warm raus. Und wenn Sie mit Motorwärme Ihr Wasser warm gemacht haben, dann kann das sehr, sehr heiß sein. So, wir hören ja auch gerade, ne, wie abgepumpt wird. Diese Pumpe schaltet sich also selbst ein, beziehungsweise der Druck für die Wasserhähne und schaltet sich dann auch selbst wieder aus, also um den Druck aufzubauen. So, Licht hier. In dem Fall ist der Lichtschalter außen. So. Den hatte ich Ihnen auch schon gezeigt. Hier, ne? Hier ist der Lichtschalter innen in den beiden Kabinen. So, und Sie haben auch noch hier drüben so eine kleine Lampe. Macht man hier an. 220 Volt. Bitte nur mit kleinen Verbrauchern benutzen, wenn Sie nicht am Landstrom sind. Also ja, Handy mit aufladen oder sowas, das geht alles. Bitte hier nicht Ihren Megaföhn anschließen. Und hier bei modernen Schiffen eigentlich auch Standard-USB-Anschlüsse. Können Sie also hier Ihr Handy aufladen. So, jetzt gucken wir mal vorn. Oskar, kennst du dich vorn aus in der Kabine? Ja. Dann kannst du ja nochmal die Lichtschalter dort zeigen, die wir dort außen sehen.
Ja, hier haben wir also. Ah ja, das für die Dusche. Okay, ja. Testen, ob es wirklich so ist. Ja, also hier auch wieder der Lichtschalter außen für die Dusche, erklären wir auch gleich. So, dann haben wir den hier. Wir haben hier nämlich auch noch so eine Treppenbeleuchtung. Wir haben hier unten noch einen Schalter. Können wir uns auch gleich angucken. Und ich würde sagen, so ein bisschen Spannung lassen wir noch drin, oder? Mit welchem Lichtschalter was angeht, kriegen Sie auch selbst raus. Hier haben wir den wieder hier drin. So, hier haben wir eine andere Toilette. Hier ist also eine elektrische. Aber auch die ist eigentlich selbsterklärend. Und auch die hat diese ganz, ganz wichtige Regel. Bitte nichts rein, außer alles, was aus dem Körper kommt, plus Papier. Keine Speisereste, keine Kosmetiktücher, nichts weiter. Denn eine verstopfte Toilette ist nicht schön, wenn Sie gerade mitten auf der Müritz sind. So, ne, also erklärt eigentlich alles selbst. So saugt's ab. Da hören wir auch den sogenannten Zerhacker. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, falls Sie gerade beim Essen sind. Aber das Wort sagt schon einiges. Na, hiermit können wir einfach Wasser reinpumpen. Na? Damit pumpen wir es raus. Und hier ist eine Kombination aus beiden. Na? Sorgen Sie einfach dafür, dass wieder ein bisschen Wasser drin steht und alles wird gut. Selbsterklärend. Zack. Und hier genügend Kapazität. Kann man also alles so ein bisschen wegräumen. Ne? Aha. Ich würde sagen, das hier nur der Vollständigkeit halber, denn das Entleeren des Fäkalientanks auf See ist hier nicht gestattet und deswegen machen wir das auch nicht. Ne? Wenn Sie irgendwo auf den Weltmeeren unterwegs sind, mal mit einer Bavaria, dann ist das ein bisschen was anderes. Aber hier, das vergessen wir sofort. Ja, ich habe es ja gesagt, viele Ablagefächer so gemacht, dass man wirklich mal einen schärferen Wellengang kommen kann, was Ihnen hier nicht passieren wird. So, Oskar, was haben wir hier noch so alles? Auch hier ist hinten? Einfach normal. Hier ist alles normal. Zweite Kabine und Lichtschalter sind hier oben. Okay, klar, machen wir mal an. Geben wir ein bisschen Gas. Ganz wichtig für Teenager, Steckdosen? Die gibt es auf beiden Seiten. Okay, ne? Also ganz, ganz wichtig, die Handys und Tablets können geladen werden. Dort auch wieder diese, kann man sagen, Nachttischlampen. Ne? Aber selbsterklärend, wirklich. Hier vorne haben wir alles erklärt. Schränke können wir ja nochmal aufmachen. Also wir räumen dort meist dann unsere Rettungswesten rein, denn die finden Sie ja hier oben. Also auch das noch ganz, ganz wichtig, ganz am Anfang. Rettungswesten befinden sich hier im Salon. Bitte checken. Es müssen so viele Rettungswesten an Bord sein, wie Sie Passagiere dabei haben. Und die müssen Ihnen auch passen. Also gerade bei Kindern ist das wichtig. Zum Thema Rettungswesten habe ich mal ein extra Video gemacht, können wir uns vielleicht mal angucken. Ansonsten fasse ich es kurz zusammen. Wenn Sie Kinder haben oder selbst feststellen, dass Ihnen die Rettungswesten hier nicht passen, dann bitte beim Hafenmeister oder bei Hafen Heino melden. Und dann haben wir vorne noch eine andere Weste für Sie bzw. für die Kinder. Und der neue Service ab 2023, Automatikwesten. Ist jetzt vielleicht auf dem Schiff nicht ganz so spannend. Denn ich habe es ja gesagt, nur mit Sportbootführerschein binnen zu fahren, hier diese Bavaria. Also auf den Charterscheinjachten ist es vielleicht ein bisschen komfortabler, auf den Gewässern, wo man die Westen tragen muss, dann so eine Automatikweste zu tragen. Also die können Sie sich auch vorne ausleihen. Wir haben einen ganz schönen Bestand an diesen Automatikwesten. Aber wenn Sie sich sagen, okay, ich hätte gerne auch so auf dem Schiff hier eine Automatikweste, bitteschön, können Sie vorne ausleihen gegen eine kleine Gebühr. Wie gesagt, wir räumen immer die Westen in die Schränke. Ich sage immer jedem an Bord, du merkst dir, wo du deine Weste hingeräumt hast, damit du im Notfall dort rankommst. So, Oskar, Küche? Ja. Als nächstes? Gibt es komplizierte Sachen? Eigentlich nicht, ne? Nee. Wir haben einen Zweiflammenherd. Wir haben hier diesen Anzünder dafür. So, also wir gucken uns den Herd hier an. Ne, rüber und runter drücken dabei. Zack, dann gucken wir. Er ist also schon an, schwer zu erkennen. Wir halten ihn eine Weile, damit der Bimetallschalter hier also das Gas freigibt, ohne dass wir festhalten. Wir checken. Und wir erkennen also, das Gas ist an. Na, Physik aufgepasst. Wie funktioniert so ein Bimetallschalter? Gott, lange ist das. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Okay, Achtung, wir haben einen Bildungsauftrag.
Bimetall. Zwei Metalle sind miteinander verbunden, die unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben. Wenn diese Melange zweier Metalle warm wird, dann geht das so rüber in eine Richtung, ne, weil sie sich unterschiedlich ausdehnen. So kann man Sachen schalten. Klick, klick. So, also das ist unser Auftrag hier, ne, der Bildungsauftrag. Ja, also beide zwei Flammherd reicht eigentlich. Hier können wir noch gucken, wie gesagt, alles ziemlich gut gesichert hier. Das bitte wegnehmen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, diese Oberflächen hier bitte nicht als Schneidebrett benutzen. Also hier drauf nicht die Tomaten oder die Zwiebeln schneiden, dafür haben wir Bretter. Auch hier kann man noch Sachen einräumen. Und Sie werden jetzt überrascht sein, wenn ich so mache, dann kommt hier Wasser raus. Also auch selbsterklärend. Wir haben, und bitte auch nur unter Langstrom zu benutzen, den Toaster, die Kaffeemaschine, ein Fernseher. Das ist meiner, den ich zum Schneiden benutze. Den haben wir nur noch stehen lassen. Na, also Sie werden einen Fernseher haben. Selbsterklärend eigentlich. Muss man nicht viel zu sagen. Wenn es Probleme gibt, einfach melden. So, ja, abwaschen. Hier ist eigentlich alles dabei und auch das sagen wir eigentlich immer, oder? Du kannst ja mal aufziehen. Es ist alles an Bord, was Sie an Geräten brauchen. Also wir haben Tassen, wir haben ein bisschen Salz, Pfeffer. Ist immer gut, wenn man ein bisschen mehr noch mitnimmt. Also wirklich, Teller sind da. Wir haben Pfannen und so weiter und Töpfe. Wir haben alles an Gerät. Hier haben wir das Schneidebrett, was ich gesagt habe. Also bitte die Oberflächen nicht verletzen. Hier haben wir Müllkübel, ne, wo wir alles sammeln können. Müllbeutel sind meist auch noch dabei, wenn man ein bisschen was aufkehren will. Ja, und was wir auch immer sagen, ganz, ganz wichtig, wenn Sie jetzt hier einen Teekessel oder sowas drauf haben oder einen Topf, dann bitte den auch nicht im heißen Zustand hier auf diese Oberflächen. Dafür gibt es Untersetzer. Ja, also bitte nicht hier die Oberflächen irgendwie in Mitleidenschaft ziehen. Kann sehr ungünstig für die Kaution sein, wenn das passiert. So, Gläser haben wir auch. Hier ist das Besteck. Ja, und die Gasanlagen werden ja auch regelmäßig gecheckt. Das war hier also auch der Fall. So, allgemeine Sachen haben wir, glaube ich, geklärt. Wir können ja nochmal hier in die Dusche gucken. Also, hinten haben wir kombiniert Toilette und Dusche. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Ne? Das ist wirklich eine sehr komfortable große Dusche. Also in der Größe auf einem Wohnmobil kaum zu finden, außer auf den ganz großen Dingern. Hier, auch für die ältere Generation kann man auch mal im Sitzen duschen. Aber denken Sie dran, Wasser ist begrenzt. Nicht nur allgemein, sondern auch durch die Größe des Tanks. Ja, Sie finden dann hier auf dem Tisch Ihre Bootsmappe. Normalerweise, glauben Sie es mir jetzt einfach, wir sind noch vor der Saison. Also dort finden Sie drin wichtige Revierhinweise, die Bootspapiere, das Gasprüfprotokoll. Karten werden Sie auch hier haben. Wenn Sie möchten, können Sie ein Fernglas dazu mieten. Ist auch immer ganz gut. Ja, und ja, einfach mal reingucken, durchblättern, die Bootsmappe. Haben wir auch noch ein paar Hinweise dafür. Kann ich Ihnen ja vielleicht auch noch mal das Video hier einfach einfügen, was dort alles so drin ist. Hör, Oskar, wollen wir uns mal den Steuerstand angucken, oder? Jetzt wird es langsam spannend, denn so richtig Spaß macht es natürlich nur, wenn wir mit dem Schiff auch fahren. Eine Sache, die ich noch erklären möchte, Heizungen haben wir zwei an Bord. Also, wenn es mal ein bisschen zu kalt ist, ne? Heizung, Salon, Eco, also, wir schalten sie so ein, Achtung, na, dann sehen wir hier, dass es blinkt. Bitte nacheinander einschalten. Na, also die Heizung ist an, wenn die LED dauernd brennt und wenn die eine angegangen ist. Na, dann können Sie auch die zweite anmachen. Heizungssalon, also die heizt hier oben sozusagen, wenn es kalt ist. Und die andere ist für die Kabinen. So, hier können Sie die Temperatur so ein bisschen einstellen. Und hier die Stärke, also wenn es richtig kalt ist, was wir nicht hoffen in Ihrem Bootsurlaub, dann hier einfach auf Plus schalten. So, ne? Also Vollgas. Es gibt auch noch die Möglichkeit auf nur Lüftung zu schalten. Und dann zeige ich Ihnen das nachher auch mal hier unten, wie dann die LED sozusagen komplett leuchtet und damit die Heizung angeht. Also das kommt dann hier aus diesen Öffnungen raus. Das werden Sie dann auch spüren, dass der Wind, die Luft, die hier kommt,
dann warm wird. Ne? Und das ist unten in den Kabinen auch genauso der Fall. Wir haben auch hier vorne noch eine Lüftung übrigens. Wenn es hier mal ein bisschen beschlägt, also wenn es draußen ein bisschen kälter ist und hier die Luftfeuchtigkeit ein bisschen größer ist, hier haben wir diese Dinger, da gibt es einen Lüfter, den können wir einschalten. Aber ich sage immer, das Beste ist wirklich ein bisschen ein Fenster aufzuhaben. Hier haben wir diese Lüftung. Ne? Erstens ist diese Lüftung lauter als der Motor. Und zweitens, ich sag mal so, so richtig toll lüftet die nicht. Aber wenn hier die Fenster offen sind, dann ist eigentlich alles in Ordnung. So, haben wir hier noch so ein Fenster. Also zack, aufmachen, aufmachen, hoch. Ne? Haben wir hier noch ein bisschen Fahrtwind. Hier haben wir auch diese berühmten Dinger. Ne? Lichtschutz, Mückenschutz. Selbsterklärend, möchte ich mal behaupten. So, wir machen hier wieder zu. Kann man übrigens auch in der nächsten Stellung so ein bisschen machen. Ne? Dann ist es ein wenig offen. Dann kommt also ein bisschen Luft rein. Aber bei allen Fenstern bitte immer beachten, wenn Regen angesagt ist, dann bitte alles zumachen, dass es nicht reinläuft. So, inzwischen ist auch unsere LED auf Dauer an. Und damit hören wir es auch schon und spüren es auch. Oder? Kommt warme Luft? Noch warm ist sie noch nicht. Warm ist sie noch nicht, aber die geht jeden Moment an. Und wie gesagt, dann kann man auch die zweite anmachen. Hier kurz drücken, ne? Blinkt auch kurz. Die untere geht meist ein bisschen schneller an. Hier nacheinander anmachen. Und dann heizt es auch in den Kabinen. Und bitte nicht sofort wieder ausmachen, sondern erst eine Weile laufen lassen. Und dann machen wir die wieder aus. So, Steuerstand, Oskar, der neue Bootsführerscheininhaber. So, ne? Wir können ja mal alles zeigen. Also hier drunter befindet sich der Kartenplotter. Hier haben wir noch weitere Bedienelemente, selbsterklärend. Außenlicht ist einfach eine Beleuchtung. Hier haben wir nochmal Bilgenpumpe, also zum Abpumpen ein Außenlicht. Und hier, wenn wir den Hauptschalter anhaben am Anker, dann kann man hier, ne, hoch, runter den Anker bedienen. Zum Thema Anker haben wir ein bisschen anderes Video nochmal, können Sie sich anschauen. Auch wenn das ein Handanker ist. Also im Anker ist auch ein bisschen was zu beachten. Sie haben ja den Bootsführerschein, also Sie dürfen ja sogar mit diesem Boot draußen bleiben über Nacht. Mit dem Charterschein darf man ja nicht unter Anker übernachten, sondern man muss ja immer in den Hafen kommen. So, Horn, auch ganz wichtig. Hm? Bist du noch heiß aufs Horn oder war das nur, als du ganz klein warst? Naja, ich habe schon Warntöne an Handys gehört, die lauter waren. Nein, nein, draußen ist das lauter. Alles in Ordnung. Jetzt zeige ich Ihnen mal noch, wie das Schiff an- und ausgemacht wird. Und ich sag mal so, die Position dieses Panels, man hätte sie besser finden können. Ne? Hier ist Ihr Schlüssel. Und hier haben wir so einen Transponder dran. Und hier muss bei Ignition eine grüne Leuchte angehen. Zack, das ist jetzt der Fall. Ne? Grün. Und auch alles andere erwacht dadurch ein bisschen zum Leben. Zum Beispiel hier die Anzeige. Ne? Und jetzt drücken wir hier Start und der Motor geht an. Und was machen wir als allererstes, wenn der Motor an ist, Oskar? Gucken, ob Kühlwasser. Richtig, also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ne? Wir haben ja hier den berühmten Seewasserfilter dran an diesem Schiff. Und der kann mal verstopft sein, wenn Sie das Schiff bekommen. Der ist immer gereinigt. Aber trotzdem, wir gucken nach, wir sehen hier, ne? Kühlwasser kommt raus, das ist sehr, sehr wichtig. Alle anderen Sachen schauen wir uns bei den Instrumenten an, die auch noch wichtig sind. Also, wir haben hier Drehzahlanzeige, wir haben hier unseren Tank, wir haben hier eine Ruderstandsanzeige. So, und alles andere können wir eigentlich hier durchschalten. Ne? Wir haben hier einen momentanen Verbrauch. Also im Stand verbraucht er fast mehr als bei der Fahrt. Kraftstoff noch 540 Liter. So, ne? Der Verbrauch, ja, wenn das nicht zurückgesetzt ist. Tiefenalarm ist off. Brauchen wir eigentlich nicht, denn wir gehen davon aus, dass wir uns auskennen. Ne? Die Einstellung gehen wir auch nicht rein. Wir gehen nochmal zurück. Ne? So, Kraftstoffstand 100%. Batteriespannung, also auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, die Generatoren laufen, alles in Ordnung, Batterien werden also geladen. Wir haben einen Öldruck, 470 Kilopascal,
Also auch da ein bisschen ein Auge draufhalten. Weiter geht's. Ne? Turbodruck. Turbo ist bei der Drehzahl noch nicht da. Der kommt erst später. Kühlflüssigkeitstemperatur, ne? 20 Grad. So. Und die Betriebsstunden, ja, kann man sich ja mal aufschreiben. Ruderwinkel sogar. Alter Falter. Das ja. Wusste ich nicht. Nee, habe ich auch nicht gewusst. Jetzt haben wir gerade was gelernt. Ne? Also hier die Ruderstandsanzeige. Ja, und hier wird sogar nochmal der Ruderwinkel angezeigt. Haben wir noch irgendwas, was uns überrascht? Geschwindigkeit, ah, okay. Na, die Anzeige, die wird allerdings auch hier oben dann angezeigt. So, Wassertemperatur 12 Grad. Hast Bock zum Baden? Naja. Noch nicht. Also wir haben noch das frühe Frühjahr. So, naja, da haben wir eigentlich alles. Aber keine Angst, Sie müssen hier nicht ständig hin und her schalten zwischen Öldruck und Temperatur, sondern wenn da irgendwas mal in den unnormalen Bereich geht, dann gehen hier die Warnlichter aber sowas von an. So, was haben wir hier noch? Scheibenwischer. Können wir auch mal gucken. Ne? Also hier, da vorne sehen wir ihn. Wird noch so ein bisschen von meinem zweiten Bildschirm verdeckt. So, was macht eigentlich diese Uhr? Ja? Ah, Zeitschalter sozusagen, also Intervallschalter. So, wie gesagt, zweite Scheibenwischer geht dann auch, wenn Sie das Schiff bekommen. Und hier unten kann man sogar Wasser drauf spritzen. On a good day. So. Und dann haben wir hier diesen etwas anderen, ne, Fahrtregler. Können wir mal Folgendes machen. Throttle only. Ja, und dann klingt nämlich die Schraube nicht mit ein. Wir sehen also, dass der Drehzahlmesser hochgeht. Ja, und wir hören auch immer, wann der Leerlauf drin ist. Da gibt es ein akustisches Signal. Also das ist nicht so ein Klacken wie bei den anderen Fahrthebeln. Na, ich habe immer noch auf Throttle only. Also nicht wundern, wenn das hier versehentlich mal an ist, fährt Ihr Schiff nicht. So, ne? Achtung. Piep, ne? Also bei Piep wäre dann die Schraube ausgeklinkt. Wenn wir das wieder rausnehmen, dann klinkt also die Schraube ein. Ja? Dann kuppelt die Schraube ein. Und das können wir am Steg ganz vorsichtig machen. Gucken dabei raus. Zack. Haben Sie es gehört? Ja, also wir sind gut abgefendert und so weiter. Low-Speed-Funktion ist eigentlich für Schiffe, die ein bisschen mehr PS unter der Haube haben. Ne, da kann man einfach das nochmal untersetzen. Zum An- und Ablegen ist das ein bisschen besser. Bei einigen Beneteaus ist das zum Beispiel so. Aber hier bei dem Schiff bringt das nichts. Und deswegen ist die Funktion auch nicht an. Also man kann nicht auf Low-Speed gehen. Cruise Control ist auch nicht sinnvoll, denn wir sollten hier tatsächlich auf diesen Binnenschifffahrtsstraßen immer am Ruder bleiben und nicht mit Cruise Control fahren. So, ne? Und hier einfach wieder ausmachen, Start-Stopp drücken. Zack, und der Motor ist wieder aus. Zack, dranhalten, einmal ganz kurz. Ignition ist wieder aus. Ne? Und damit gehen auch hier die LEDs wieder aus und auch hier die Anzeige ist aus. Also das heißt, jetzt ist sozusagen die Zündung wieder aus. So, und ganz wichtig, wirklich bei diesem Schiff sehr, sehr wichtig, Bug- und Heckstrahlruder. So, beide drücken. Ne? Beide drücken. Erst wenn diese LED hier brennt, dann funktionieren die auch. Ne? Wir gucken mal, funktioniert also Bugstrahlruder, Heckstrahlruder, ne, Bow und Stern genannt. Und wenn die nicht gehen, dann ist entweder hier aus oder die Hauptschalter sind aus. So, warum betone ich das? Dass die sehr, sehr wichtig sind bei diesem Schiff. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Besonderheiten dieser Bavaria. Also wir haben ja schon gezeigt, dass das ein sehr, sehr schönes Schiff ist. Sehr, sehr hell, wirklich komfortabel, klasse Betten, so. Aber wir geben sie unter anderem auch nur mit dem Bootsführerschein raus, weil die nicht ganz so leicht zu fahren ist wie so diese Grunos oder sowas, ne? Die man ja hier einhand ohne Problem fahren kann. Und einhand heißt in dem Augenblick nicht mit einer Hand, sondern als eine Person. Das ist hier schwierig. Also Hafenheino kann das oder Micha oder die ganzen Leute. Ich persönlich würde es nicht machen, denn Sie sehen es schon, selbst wenn wir hier sind, am Steuerstand, wir können die Außenseite
nicht sehen. Also auch die Fenster, die wir sonst bei den anderen Schiffen haben, wo wir durchgucken können, kann man sehr, sehr schlecht erkennen. Und deswegen ist es wichtig, hier eine gute Crew zu haben. Also hier schicken Sie jemanden raus beim Aus- und beim Einparken. Hier also hinstellen und dann kann man rechts schauen und auf der anderen Seite links. Und wir sagen es ja auch immer bei den Hafenmanövern, da sagen wir auch rechts und links. Denn irgendeiner verwechselt dann immer Back- und Steuerbord, oder? Ich nicht. Nee, du nicht. Du hast es eher gewusst als die meisten in deinem Führerscheinkurs. Ja, wie gesagt, ne? Also, da stehen wir einfach hier und sprechen laut mit dem Schiffsführer oder mit dem Rudergänger. Also, dass wir wirklich sagen, Achtung, hier sind es noch wenige Zentimeter, hier ist ein Meter, vorn ein bisschen weg, hinten ein bisschen dran. Und dann machen wir das auch nicht nur mit der Schraube, sondern wir benutzen hier einfach Bug- und Heckstrahlruder. Und zwar gnadenlos. Ne? Denn auch so beim Steuern, Oskar, hat das Schiff auch noch eine Besonderheit, oder? Ja. Also, Wenden auf engem Raum, macht das mit dem Schiff so richtig Spaß? Funktioniert halt nicht. Nee, geht nicht so richtig gut, weil hier gibt es auch noch eine Besonderheit. Auch da ja, sehen wir wahrscheinlich, dass wir aus dem Segeln kommen. Also hier ist ein ziemlich großer Abstand, ich zeige es mal ganz kurz, ziemlich großer Abstand zwischen der Schraube und dem Ruderblatt. Also sollen so 50, 60 Zentimeter sein. Das heißt, dadurch wird das Ruderblatt nicht so richtig angeströmt und dadurch kann man das nicht auf einem Teller drehen, wie eigentlich jedes andere Schiff. Aber auch das macht überhaupt nichts, denn wir haben Bug- und Heckstrahlruder und wir haben den Radeffekt. Also auch wenn Bug- und Heckstrahlruder mal ausfallen, kriegen wir das Schiff gedreht, aber eben nicht ganz so leicht wie mit den anderen Schiffen. Das müssen wir einfach nur beachten. Das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, Sie haben den Bootsführerschein und dann kriegen Sie das auch hin. So, jetzt zeige ich Ihnen noch, wie wir die Heizungen wieder ausmachen. Denn inzwischen wird es hier richtig schön warm. Also, tipp mir einfach drauf. Wir halten hier ein bisschen länger. Und dann geht die on a good day auch wieder aus. So, ne? Also wir hören es auch schon, dass das Gebläse runtergeht und irgendwann geht dann auch die LED wieder aus und dann ist die Heizung aus. So, hier, auch hier erkennen wir die Besonderheiten. Ne? Sonnenkompass. Ja, auf den Weltmeeren sicherlich sehr, sehr wichtig. Aber hier auf den Binnenseen rund um die Müritz. Naja, in der Regel weiß man, wo Norden und wo Süden ist. Und eins möchte ich Ihnen noch zeigen. So, der Vollständigkeit halber. Denn ich gehe davon aus, dass Sie es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht brauchen werden. Denn dieses Schiff hat, wie man es von guten Segelbooten gewohnt ist, noch eine manuelle Bögenpumpe. Und die ist hier hinter. Aber wie gesagt, wir haben unsere elektrischen Bögenpumpen. Das lassen Sie sich am besten noch mal bei der Einweisung zeigen. Also wie diese manuelle Bögenpumpe funktioniert. Und hier haben wir einfach noch ein Bedienpanel fürs Radio von außen. Also wenn wir hier abends unter dem Verdeck setzen, dann kann man hier auch noch mal das Radio von hier bedienen. Denn der Weg bis drin, bis zum Radio ist natürlich extrem weit. Das sind mindestens 3 Meter. Und da machen wir das Ganze also von hier. So, das Entertainment-Paket. Den Fernseher haben wir Ihnen so ein bisschen gezeigt. Und wir haben auch ein Radio. Oh, und das ist was ganz Tolles, oder? Das befindet sich hier drunter. So, und jetzt zeigen wir noch was, oder? Ejo. Vor der Erfindung der Bluetooth-Verbindung, glaube ich, war es. Obwohl es sogar Bluetooth haben soll. Ja, hat es ja. Naja. Aber hier, Achtung, Segelboot in. Ne? Wir können das rausziehen. Oskar, was kann man hier machen? Ich kann jetzt ein Handy reinmachen. Handy reinmachen. Ne? Also Sie können Ihr Handy hier verbinden mit diesem Radio. Und dann ist es hier wirklich ganz, ganz sicher und kann auf dem hohen Wellengang hier auf dem Regsee, also nicht irgendwo verrutschen. Also dafür ist das einfach da. Wir nennen es mal redundant. Ne? Ansonsten Radio selbsterklärend. Einfach anmachen. Dafür muss hier der Hauptschalter an sein okay. Fürs Radio. Okay, also hier Radio Hauptschalter, ganz, ganz wichtig. Einschalten, hier Radio anmachen. Und dann finden wir auch ein paar Sender oder Sie verbinden einfach Ihr Handy damit. So, wir haben schon gezeigt, es gibt viele Ablagefächer. Auch hier draußen gibt es die. Also hier drunter kann man einfach mal anheben. Hier ist noch eine Verlängerung zum Landstrom. Also das ist hier hinten drin. Oh, also auch solche Sachen gehören dazu. Hier die Pütt.
oder wie wir auch sagen, der Eimer. Hier haben wir den Rettungsring, der befindet sich hier also hinten, der liegt hier gerade rum. Die Gasflaschen zeigen wir Ihnen noch. Ja, hier drunter hochmachen. Ja. Und da sehen wir auch schon, hier hältst du mal bitte fest, Oskar. Also die ist dann sozusagen, ne? Hier ist die Ersatzflasche. Dran denken, dieses Gewinde ist immer ein Linksgewinde. Also andersrum wird hier gedreht, fest und lose, das beachten. Ansonsten muss hier auf sein. Ne? Wir sehen es ja. So, und wenn Sie die Gasflasche gewechselt haben unterwegs, dann bitte immer nach Rückkehr Bescheid sagen. Das wird auch nicht grundsätzlich automatisch geprüft, sondern einfach nur sagen, Sie müssen das ja nicht irgendwie extra bezahlen. Das war einfach wieder eine neue Ersatzflasche drauf machen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Badeleiter, noch ein Schrubber. Badeleiter zeigt Ihnen auch, wo die einzuhängen ist. Und zwar hier hinten. So, ne? Die wird also hier eingehängt und wenn Sie fahren, bitte die Badeleiter wieder entfernen und gleich wieder dort reinmachen. So, Landstrom. Ganz, ganz wichtig. Hinten haben wir also den Anschluss. Hier mit so einer Überwurfmutter wird der festgemacht. Zack, das Kabel geht hier lang. Und dann schließen wir das einfach hier an. Da gibt es auch unterschiedliche Systeme. Hier, das ist so das Klassische eigentlich in den Häfen. Und da müssen Sie ein bisschen gucken. Ne? Also es gibt auch Häfen, da müssen Sie Geld reinstecken. Hier ist es für unsere Dauerlieger bzw. für die eigenen Schiffe. Hier ist immer Saft drauf. Also hier wird einfach an den Landstrom angeschlossen. Und wie sagen wir so schön, wenn Sie ablegen wollen, was sollte man machen, Oskar? Das Kabel einsammeln. Das Kabel wieder einsammeln, ne? Denn das Kabel reicht nicht bis auf den See. Wir haben es schon getestet. Also ganz, ganz wichtig, bevor es losgeht, Landstromkabel abmachen. Am besten drinnen in einer der Klappen verstauen. So, jetzt gucken wir nochmal hier draußen so ein bisschen rum. Also auch da muss man sagen, ja, drinnen sehr geräumig. Hier außen, wer aktuell im Bereich des Sumo-Ringens zu Hause ist, es wird wahrscheinlich ein bisschen eng hier werden. Ne? Also da muss man ein wenig balancieren, kann sich aber hier oben auch sehr, sehr gut festhalten. So, dann haben wir hier ein paar Anschlüsse. Diesel und Wasser. Wir haben diese Anschlüsse gekennzeichnet mit den Worten Diesel und Wasser. Warum betone ich das? Was passiert manchmal, Oskar? Dass Wasser in den Dieseltank gemacht wird oder andersrum. Richtig, ne? Also beim Betanken sollte das nahezu ausgeschlossen sein, weil Sie da sowieso an die Tankstelle, hier in dem Fall an unseren Servicesteg fahren, da wird das also für Sie gemacht. Aber wenn Sie Wasser auffüllen müssen, irgendwo, ne? Wo es Wasser gibt, hier, so kann man aufmachen, ne? Dann drehen wir das einfach. So, mal gucken, ob die Kette diesmal hält. Oh, das gibt's ganz selten. Das ist ja super. Ne? Also hier hält wirklich der Deckel, meist ist das Ding irgendwie locker. Hier kommt das Wasser rein, wirklich nochmal zur Betonung, dort das Wasser, auf keinen Fall in den Dieseltank und andersrum auch auf keinen Fall. Das wird richtig teuer. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Ihnen das passiert, aber es passiert ein bis zweimal in der Saison. Gesundheit. Danke. So, und hier ist der Fäkalientank. Da gibt es auch so einen extra Steckschlüssel, den gibt es allerdings auch an der Tankstelle. Also falls Sie hier abpumpen müssen, dann hier mit diesem Stern sozusagen den Schlüssel benutzen, aufdrehen. Ansonsten macht das der Hafenmeister für Sie. Also ich glaube, außer in Berlin eine Stelle, wo man selbst abpumpen kann, fällt mir jetzt nichts weiter ein, wo Sie das selbst machen müssen. Also da wird Ihnen immer geholfen. Wir gucken, dass wir genug Leinen haben. Also, um das Schiff gut festzumachen, die Fender bitte überprüfen, ob die alle gut aufgepumpt sind. Ja, auch da gehen wir keine Kompromisse ein. Also wir nehmen immer bestes Fendermaterial. Da lohnt es sich nicht zu sparen. Denn hier, wir sehen es ja auch, die sind auch gebrandet. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich ordentliches Material hat. Die Leinen, alles prüfen. Ja. Hier muss ich, glaube ich, auch nicht erklären, wie man das hoch und runter macht. Also hier einfach oben mit den Druckknöpfen abmachen, zumachen. Denken Sie dran. Ja, wenn man auf dem Schiff ist, auf den Weltmeeren sicherlich noch wichtiger, aber auch hier auf den Binnenseen, sage ich immer ein bisschen auf den Wetterbericht achten. Ne? Auch hier kann man mal ein bisschen erwischt werden.
Und selbst wenn es nur reinregnet in ihr Schiff und ihre Matratze wird ein bisschen nass. Auch das ist schon nicht so richtig schön. Also immer das Wetter so ein bisschen im Auge behalten und dann sollte hier nichts passieren. Wenn hier hinten die Sitzkissen mal ein bisschen nass werden, ja, mein Gott. Aber drinnen die Kabinen, wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig. Hier haben wir noch ein paar Lautsprecher. Also selbst hier draußen können wir ein bisschen Musik hören. Ja, und man kann ja sogar das Licht hier außen anmachen. Also wir haben hier noch Lampen. Ist auch nicht auf jedem Schiff selbstverständlich. Wir gehen nochmal nach vorn zum Anker. Den gucken wir uns auch nochmal an. Auch wenn wir den ja von innen bedienen können. Also wie gesagt, hier immer gut festhalten, wenn Sie hier lang gehen. Ja, denn, auch das habe ich gesagt, das ist nichts für Leute aus der Fernsehsendung Ich und meine 300 Kilogramm. So, hier haben wir also den Anker. Der wird also von vorn mit diesem Schalter bedient. Könnt ihr mal reingucken. Hier ist also der Kettenkasten. Dort sehen wir diese Winde. Notfalls, wenn es dort mal einen Ausfall gibt, kann man das natürlich auch manuell machen. Also man kann auch per Hand die Kette hochholen, dann aber aufpassen, nicht dort irgendwie die Finger einklemmen oder sowas. Ansonsten ist das sehr komfortabel. Wollen wir den Anker mal kurz ein Stück runterfahren als Test? Wollen wir das machen? Ja. Okay, Oskar möchte das also testen. In der Zwischenzeit erkläre ich Ihnen noch, dass man auch hier so Matten drauf machen kann. Da kann man sich wirklich sehr, sehr schön sonnen im Sommer. Hier sogar mit Getränkehalterungen. Wo die Matten sind, das zeige ich Ihnen dann auch noch. Hier haben wir noch zusätzliche Leinen. Ja, auch wenn die sehr, sehr fest ist. Ich mag es immer nicht, wenn die so ein bisschen runterhängen. Gerade hinten immer aufpassen, dass eine Leine nicht in die Schraube kommen kann. So, jetzt gucken wir mal. Also, wie gesagt, wir haben diesen Hauptschalter für den Anker. So, und da fällt er. Na, also Oskar hat einfach jetzt hier an dem Schalter auf runter gemacht. So, jetzt machen wir auch wieder hoch. Und das ist gut, wenn hier vorne vielleicht jemand guckt. Wir schauen auch immer so ein bisschen. Achtung, dass der richtig kommt. Zack. Und noch ein bisschen. Ja, das zeige ich Oskar gerade an, dass er noch ein bisschen hochfahren kann. Zack. Und jetzt ist er fest. Na, da gibt es auch so eine Rutschkupplung. Also keine Angst. Na, diese Ankerwinde macht Ihnen nicht das Schiff kaputt. Wenn hier noch so ein bisschen Seegras oder irgendwas drin ist oder so, dann einfach mit dem Bootshaken oder mit dem Schrubber ein bisschen sauber machen. Denn ansonsten sieht das ein bisschen komisch aus. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein sehr, sehr schönes Schiff. Das ist sehr, sehr schick. Das ist ein GFK-Boot, also quasi aus Plastik. Das heißt, das ist ein bisschen leichter und dementsprechend auch ein bisschen windanfälliger. Also deswegen auch vorsichtig beim Reinfahren in die Box und beim Rausfahren. Aber das habe ich ja schon gesagt, dort wirklich mit der Crew kommunizieren. Na, da reicht auch einer hier vorne, der auf beiden Seiten immer so ein bisschen guckt. Das ist hier wirklich eine sehr, sehr enge Lücke. Da haben wir letzte Woche das Schiff schon reingesteckt, aber das geht. Na, ich sage immer, wenn Heino das kann, dann können Sie das auch. Oder mit ein bisschen Hilfe, mit einer guten Crew, laut reden. Ja, und dann werden Sie hier einen klasse Bootsurlaub haben auf diesem Schiff. Denn wie ich schon sagte, da drin, also das ist wirklich was sehr, sehr Besonderes. Das ist ein klasse ausgestattetes Schiff, diese Bavaria E40. Ja, und hier vorne können Sie richtig gut abhängen. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wo meist die Matten sind, denn das ist eigentlich ein guter Ablageplatz. Ich mache hier wieder vorsichtig. So, und hier unter der Treppe. So, hier, die Treppe können wir hoch machen. Und hier haben wir noch ein Staufach. Ich hoffe, mit dem Licht geht das so ein bisschen. Also hier sind die Matten drin, die man vorne beim Bug anbringen kann. Dort ist übrigens noch ein Hilfsruder. Also dort diese Stange, die kann man, wenn die Ruderanlage mal ausfallen sollte, hinten einsetzen, wirklich genau oberhalb des Ruders. Also, wo die Aufhängung des Ruders ist. Aber ich sage es mal so, hier, ne? Den Notfall, den werden Sie wahrscheinlich nie erleben. Trotzdem ist es gut, das zu wissen. Also hier könnte man quasi noch dieses manuelle Ruder einsetzen. Wenn irgendwas an der Kraftübertragung vom Steuerrad zum Ruder kaputt ist. Aber
Ein Schiff kann man notfalls auch immer noch mit Bug- und Heckstrahlruder bedienen. Und dann sieht man einfach zu, dass man aus der Fahrrinne rauskommt in eine gute Tiefe. Dann werfen sie den Anker, rufen die Notfallnummer an und dann wird ihnen geholfen. Also keine Experimente eingehen, wenn etwas ausgefallen ist. Wenn sie also manövrierunfähig sind, wenn die Ruderanlage oder der Motor nicht funktioniert. Wenn es geht, raus aus der Fahrrinne. Wenn nicht, einfach doch den Anker werfen. Und dann zeigen sie einfach mit dem berühmten Signal an. Ne? Sie nehmen sich eine Weste, schwenken die unten im Halbkreis. Und das heißt, ich bin manövrierunfähig. Und dann wird jedes andere Schiff das auch sehen und wird um sie drumherum fahren. Nach Möglichkeit noch raustreiben lassen aus der Fahrrinne. Aber das müssen sie nicht. Ne? Da geht wirklich erstmal die eigene Sicherheit vor. So, hier hinten haben wir noch eine Heckdusche. Also hier dran. Ne? Die kann man hier einfach so rausziehen. Hier. Kann man aufmachen, ne? Kann die Temperatur regulieren. Also da kommt sogar warmes Wasser raus. Wenn Sie baden waren, ist das also sehr, sehr schön, wenn man sich danach noch so ein bisschen abduschen kann. Also die Bavaria, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Schiff mit ein, zwei Besonderheiten, die es ein bisschen tricky machen, aber Sie sind erfahrener Bootsfahrer. Und wenn nicht, dann zeigt man hier alles und ich sag mal so, lässt sich ganz gut fahren, oder? Jo. Auch. Ne? Und der Mann hat noch nicht so lange seinen Bootsführerschein und sagt, das ist leicht zu fahren. Bugstrahlruder, Heckstrahlruder und dann schön mit der Crew kommunizieren. Und dann ist das mit der Bavaria eine schöne Sache und Sie werden einen prima Bootsurlaub haben damit. Da sind wir uns sehr, sehr sicher.